In Deutschland isst im Durchschnitt jede Person pro Jahr 34 Kilogramm Zucker, 60 Kilogramm Fleisch und 117 Kilogramm Milchprodukte. Wir haben zerstörte Regenwälder, Massentierhaltung und volle Krankenhäuser. Hast du das genauso satt wie ich? Ich bin Thomas und ich will in einer Welt leben, in der unser tägliches Essen Schutz bietet. Schutz für unsere Gesundheit, für die Tiere, die Umwelt und das Klima. Dafür wollen wir den Dokumentarfilm Walter auf die große Kinoleinwand bringen. Lass mich dir zeigen, was diesen Film besonders macht und wie alles vor 4 Jahren begann. An einem Freitagabend wollten wir eigentlich gemütlich ins Wochenende starten. Doch dann wurden wir damit konfrontiert, welche Auswirkungen unsere Ernährung auf die Gesundheit hat. Uns fiel es wie Schuppen von den Augen. Denn erst ein Jahr zuvor verstarb mein lieber Onkel Walter an den Folgen von Diabetes Typ 2. Es kamen all die Erinnerungen an ihn wieder hoch und ich wurde regelrecht aus der Kurve geschleudert. Die Gründe für Walters Tod haben mir keine Ruhe gelassen. Walter, mein Onkel aus Amerika, war der Abenteurer der Familie. In den 50er Jahren wanderte er in die Vereinigten Staaten aus. Als Deutscher baut er sich dort sein Leben auf. Ich war 9, als Walter 1994 zu Besuch kam. Es war der Beginn einer warmherzigen und liebevollen Freundschaft. Ach Walter, die wundervollen Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit holten mich ein. Und plötzlich war alles wieder da. Seine kleinen Geschenke bedeuteten mir die Welt. Und einmal im Jahr haben wir für 2 Mark pro Minute telefoniert. Sonst schrieben wir alle 2 Wochen einen Brief. "1999 bekam er die Diagnose. Diabetes Typ 2. 16 Jahre lang kämpfte Walter mit den Folgen der Krankheit, bis im April 2015 der Anruf seiner Frau Margaret kam. Trotz seiner Zehenamputationen und weiterer Operationen hatte Walter immer wieder gute Phasen. Doch sein Gesundheitszustand verschlechterte sich immer mehr, sodass Margot mir nur noch die Nachricht übermitteln konnte, dass Walter verstorben war. Das war die Wende in meinem Leben. Nicht nur Walters Tod, all diese Krankheiten bei uns in der Familie und im Freundeskreis. Die Liste ist so lang. Wie normal ist es wirklich, dass Altwerden untrennbar mit einem langen Leidensweg auch schon in jungen Jahren verbunden ist? Wird das auch mein Schicksal sein? So will ich nicht alt werden. Und so will ich nicht sterben. Ich konnte nicht einfach tatenlos weitermachen. Ich machte mich auf verschiedenen Plattformen schlau und tauchte weiter in die Materie ein. Was ich entdeckte, schockierte mich, denn es kam immer mehr Licht ins Dunkel. So viele Krankheitsverläufe schienen denselben Ursprung zu haben. Ich nutzte jede Minute und jede Gelegenheit, um meinen Wissensstand zu vertiefen. Letztlich wurde ich Ernährungscoach, damit ich anderen mein Wissen vermitteln und weitergeben kann. Die Zahlen und Statistiken zeigten ganz deutlich, welches Potenzial in unserer Ernährung steckt. Mein neues Ziel wurde es, eine Dokumentation zu drehen, um das Wissen so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Mit der Unterstützung von meinem Freund Lars reiste ich nach San Francisco, Washington, Detroit und Chicago und besuchte medizinische Zentren, ehemalige Betroffene und Experten mit ihren Lösungen. Was sind die Geheimnisse hinter den Erfolgsgeschichten? Wo liegen die Limits? Ich wollte alles wissen und die Informationen aus erster Hand bekommen. Die Ärzte lernen alles über unsere Medikamente. Sie sprechen über Operationen und Verfahren, fast nichts über Ernährung. Die Lebensgefahr sind verstopfte Arterien, die zu einem Herzinfarkt und Schlaganfall führen. Das ist es, was die Krankenhäuser füllt. Was wir essen, hat einen massiven Einfluss darauf, ob und wie Gene aktiviert werden. Sie täuschen ihr Gehirn mit Chemikalien aus dem Essen. Diese Lebensmittel schmecken gut, weil sie Dopamin im Gehirn stimulieren. Und Dopamin ist der mit Vergnügen verbundene Neurotransmitter. Je höher dein Blutzuckerwert ist, umso mehr bist du auf der Blutzuckerachterbahn. Und umso wahrscheinlicher ist es, dass das Gewebe im Körper anfällig für Schäden ist. Dadurch verkürzt sich nicht nur die Lebensdauer des Gewebes, sondern ebenso dein Leben.
Wir sind möglicherweise nicht in der Lage, Diabetes vollständig zu beseitigen. Aber wissen Sie, in mehr als 90% der Fälle können wir Diabetes verhindern. Bei all dem, was ich erfahren und gesehen habe, frage ich mich jetzt, könnte Walter noch leben? Das Schlimme ist, dass jede Familie ihren Walter hat und genau deshalb braucht es diesen Film. Allein aus den USA haben wir über 20 Interviews mit einer Gesamtlänge von 12 Stunden mitgebracht, aber das reicht nicht. Wir wollen jetzt die Brücke schlagen nach Deutschland und dafür braucht es deine Unterstützung. Denn dann können wir weitere Interviews mit deutschsprachigen Experten führen. Wir können eine Probandengruppe aufstellen, die wir mit der Kamera begleiten, während sie auf eine pflanzliche Vollwerternährung umstellt. Und das Wichtigste, wir können den Film fertig produzieren, das heißt schneiden, Soundtrack mischen, alles was dazugehört und ihn dann veröffentlichen. Lass uns gemeinsam Walter in die Kinos bringen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und mit mir auch die Vision einer neuen Welt ein Stück weit zum Leben erwächst. Ich danke dir im Namen all derer, denen wir damit helfen können. Mach's gut und such dir super gerne drüben noch ein Dankeschön aus.